Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Yoga-Einheit. Wir haben diese kleine Einheit im Rahmen unseres Coachings zum Thema Voice Yoga meets Astro im Rahmen von Dennis Bergemanns Sprecherdatei, beziehungsweise der Kurs heißt eigentlich Mein profitables Sprecherbusiness, abgehalten. Ein kleiner Ausschnitt davon, den möchte ich euch jetzt gerne zur Verfügung stellen. Und falls ihr mehr wissen wollt über diesen Kurs, den verlinke ich euch natürlich sehr gerne und meldet euch direkt bei Dennis Bergemann. Und vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal dann auch wirklich live mit dabei. Körperlich werden wir einfach den Körper ein bisschen durchbewegen, Rücken stärken, Bauch stärken, Wirbelsäule mobilisieren. Also ein schönes Grundprogramm für jeder Mann möglich, ein Basic-Programm. Und ich wünsche dir einfach viel Freude dabei und eine schöne Zeit. Namaste. Die schon da sind, würde ich sagen, wir beginnen einfach einmal im Sitzen. Wenn es geht, schaut, entweder setzt ihr euch im Schneidersitz hin oder ihr könnt euch auch auf den Block setzen, das mag ich immer sehr gerne. Gerade wer meditiert oder Sitzkissen wäre auch eine Möglichkeit. Wichtig wäre, irgendwie schaut ihr einfach, dass die Knie irgendwie am Boden liegen können, weil dann kann man sie leichter entspannen. Und dann hat man hier nicht so Spannungen, wenn man länger sitzt. Ich würde euch heute gerne die Nadi Shodhana, die Wechselatmung zeigen. Das könnt ihr nämlich immer wieder machen, gerade wenn ihr aufgeregt seid, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie nicht in eurer Mitte zu sein. Wir machen es in der einfachen Variante heute, also wo wir nur mit Ein- und Ausatmen arbeiten. Es gibt dann noch die Möglichkeit für die Fortgeschrittenen, die vier Phasen der Atmung, das heißt die Einatmung, dann Luft anhalten, ausatmen, Luft anhalten und wieder von vorne einatmen. Das wird jetzt aber für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, ein bisschen zu kompliziert, ist auch jetzt nicht notwendig. Was hier passiert, wir haben ja beide Gehirnhälften, die wir hier miteinander synchronisieren, indem dass wir nämlich durch das linke und das rechte Nasenloch abwechselnd ein- bzw. ausatmen. Es gibt da, ich zeige euch das, ich komme da kurz hin, es gibt da ein Mudra, das man formt. Das ist quasi Zeigefinger, Mittelfinger umgestülpt. Das schaut dann so aus, ich weiß nicht, ob das scharf genug ist. Und so könnt ihr nämlich mit dem Ringfinger das linke Nasenloch zuhalten und mit dem Daumen das rechte. So könnt ihr immer wechseln. Es gäbe noch die Möglichkeit, auch einen Finger aufs dritte Auge zu geben, aber das wäre jetzt zu viel. Wenn das kompliziert wird, einfach linkes Nasenloch so zu machen. Also nur als ich bin schon wieder so hell, nur als kurze Erklärung. Ich sage euch das eh langsam an, einfach einmal ausprobieren, wer das noch nie gemacht hat, einfach einmal schauen, was passiert. Wie gesagt, wir atmen, wir haben die Wirbelsäule, wo die Sushumna, also der Hauptkanal, hochgeht. Und wir haben Ida und Pingala, die männliche, die weibliche Seite, die sich immer treffen in den Chakren, so wie eine Schlange. Und die wollen wir harmonisieren. Mit dieser Atmung schaffen wir das, über das Nasenloch. Das heißt, lasst uns jetzt einfach einmal ganz kurz ankommen, viel gesprochen, setzt euch aufrecht hin, schaut, dass die Wirbelsäule mal in eine Länge kommt. Einmal, wir werden das jetzt nicht allzu lange machen, keine Sorge, wir machen dann auch Bewegung. Wichtig wäre einfach, dass ihr jetzt nochmal euch so weit gut und bequem hinsetzt, dass ihr wirklich eine lange Wirbelsäule machen könnt. Nacken entspannt ist, Schultern entspannen. Und dann atmet einmal über die Nase ein und über den Mund aus. Auch hier einfach einmal ankommen, tief über die Nase ein, über den Mund aus. Und ein drittes Mal. Tief aus. Okay. Spürt einmal einfach nach, was hier passiert, wenn ihr dreimal tief ein- und ausatmet. Man merkt, man kommt immer mehr im Jetzt, im Hier und Jetzt, im Körper an. Beobachte mal kurz deinen Atem, wie fließt er? Wie geht's dir jetzt? Das ist ja der Kern des Yoga, sich zu konzentrieren auf das Fühlen, auf die Sinne, aber auch zurückziehen. Und dann
erinnert euch vielleicht an diese Handhaltung, an dieses Mudra, sonst nehmt einfach Zeigefinger und Daumen der rechten Hand. Haltet die Hand einmal vor das Gesicht. Atmet einmal ganz normal tief ein. Wir fangen an, in einen Rhythmus zu kommen, auf vier ein und auf vier aus. Ganz normal über beide Nasenlöcher jetzt mal. Tief ein, zwei, drei, vier, über die Nase aus. Zwei, drei, vier. Nochmal ein, beide Nasenlöcher. Zwei, drei, vier und tief aus. Zwei, drei, vier. Letztes Mal so. Ein, zwei, drei, vier. Tief aus. Zwei, drei, vier. Jetzt rechtes Nasenloch schließen, links einatmen. Zwei, drei, vier. Wechseln, links schließen, rechts öffnen, rechts ausatmen. Zwei, drei, vier. Achtung, rechts ein. Zwei, drei, vier. Wieder wechseln, links aus. Zwei, drei, vier. Links ein. Zwei, drei, vier. Rechts aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Links aus. Zwei, drei, vier. Links ein. Zwei, drei, vier. Rechts aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Zwei, drei, vier. Links aus. Zwei, drei, vier. Letzte Runde. Links ein. Rechts aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Links aus. Dann senkt die Hand, atmet ganz normal weiter, lasst die Augen geschlossen, spürt einfach einmal nach, ob sich was verändert hat. Kannst du steigern, wenn du selbst für dich übst, auf 5, 6 ein, 6 aus. Ein bisschen länger, 20, 25 Mal. Aber das synchronisiert die Gehirnhälften, das heißt, man ist auch viel mehr konzentriert, fokussiert, gerade wenn man viel unterwegs ist. Diese 3, 5 Minuten helfen einem wirklich wieder zu sich zu kommen, in die Mitte zu kommen. Gut, dann lasst uns langsam in die Bewegung gehen. Öffnet einmal die Augen, kommt einmal im Raum an, gerne den Boden einmal die Augen im Blick richten und dann nimmt mit der nächsten Einatmung die Hände über den Kopf, einfach einmal einatmen und mit der Ausatmung die Arme wieder über die Seite führen, so als ob ihr was wegschieben wolltet, so ganz große, ja genau, einatmen wieder, so bei den Handflächen irgendwas ist, was ihr wegschieben und ausatmen, wieder absenken. Einmal noch tief ein. Greift mit der rechten Hand das linke Handgelenk, Schultern senken und dann mit der Ausatmung beugt euch zur rechten Seite. Bleiben wir hier ganz kurz. Wieder einatmen, in die Mitte zurück, Seite wechseln, linke Hand greift rechtes Handgelenk. Achtet auf die Schultern, dass die schön weg von den Ohren sind. Schulterblätter zentrieren. Auch hier wieder bleiben 2, 3 Atemzüge. Einatmen, wieder in die Mitte kommen. Arme nach oben bringen, Handflächen schauen zueinander. Schultern achten, Brustbein schiebt nach oben, leichte Rückwärtsbeuge. Das heißt, lasst das Brustbein schön zur Decke, so quer zur Decke strahlen. Herzöffnung, schöne Öffnung. Hände sind aktiv. Atmet tief ein in den ganzen
Oberkörper, in den Rippenbereich. Mit Ausatmung loslassen. Arme bleiben nach oben ganz kurz. Einatmen. Nach oben führen und mit der Ausatmung die Arme über die Seite nach unten bringen. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr Block oder sowas unterm Gesäß habt, nehmt das gerne raus. Einfach um hier euch auf die Matte mal zu legen. Das heißt, der Länge nach, Rücken ablegen. Dann nehmt die Finger ineinander, Fußsohlen schiebt weg, schöne Streckung, ganze Vorderseite, wunderbare Übung, kann man auch im Bett machen. Beim Aufstehen einatmen, Länge ausatmen, einfach entspannen. Noch zwei, drei Mal, wenn du gehen magst, gehen bitte gerne. Und letztes Mal. Dann nimm die Knie zum Oberkörper, auch hier schaffen wir es, dass der Rücken lang wird. Zieht die Knie wirklich einmal schön her. Unterer Rücken wird entlastet, entspannt sich. Schaut auch, dass der Nacken Länge bekommt. Ihr könnt den Hinterkopf ein bisschen so nach hinten schieben. Merkt ihr auch, der Nacken bekommt Länge, die Bandscheiben bekommen Platz zwischen den einzelnen Wirbeln. Ihr könnt gerne hier mal ein bisschen hin und her schaukeln, um den unteren Rücken zu lockern. Und dann könnt ihr die Knie, also die Hände auf die Knie legen und nochmal die Hüfte kreisen, entweder auseinanderbringen, die Knie nach innen oder einfach gleichzeitig die Knie. Versucht einfach Varianten zu finden, mal zu schauen. Da geht es jetzt einfach nur darum, um zu mobilisieren, um zu bewegen. Gar nicht so irgendwie was zu müssen. Körper macht das oft eh von selbst. Gut. Gern noch einmal die Knie heranziehen. Stellt das linke Bein am Boden auf, rechtes Knie lassen wir beim Oberkörper. Mit der nächsten Ausatmung rechtes Bein zur Decke strecken. Ausatmen, herziehen zum Oberkörper. Mit der Einatmung wieder zur Decke strecken das Bein. Zehen heranziehen, ausatmen. Atme tief ein. Ausatmen, noch mehr herziehen, letztes Mal. Wir lassen das rechte Bein mit der Einatmung oben greifen, Oberschenkel, Rückseite. Und hier in eine sanfte Dehnung gehen. Rechtes Bein schiebt zur Decke, Fußsohle wirklich schön nach oben schieben, genau. Wenn das mit der Dehnung noch nicht so gut geht, dann gern das rechte Bein einfach abwinkeln. Warum sind das so wichtige Muskeln, die wir regelmäßig dehnen sollten? Rückseite der Beine eben auch, um den unteren Rücken zu entlasten. Hier, der ganze Körper hängt ja zusammen und gerade wenn man mit dem unteren Rücken immer wieder Probleme hat, ist das eine wunderbare Übung. Hier einfach Länge, Hamstrings und unsere Rückseite der Beine zu bringen. Letztes Mal. Tief aus und dann das rechte Bein einmal abstellen, abwinkeln, mal beide Seiten spüren, links und rechts sollte sich jetzt gleich anfühlen. Dann nimm das linke Knie zum Oberkörper heran, tief einmal ein- und ausatmen, nochmal ein, mit der nächsten Ausatmung linkes Bein zur Decke strecken, auch wieder Oberschenkel, Rückseite greifen, schau, dass du Länge in das Bein bekommst, Ferse schiebt zur Decke, ausatmen, wieder abwinkeln, herziehen. Und nutzt da wirklich den Druck eures Körpers, um mit der Atmung noch einmal bewusst zu intensivieren. Einatmen, strecken, ausatmen, herziehen. Machen wir noch zweimal. Tief ein und dann lasst beim letzten Mal das linke Bein gerne oben ausgestreckt, greift Oberschenkel, Rückseite. Zehen heranziehen, schaut, dass das Gesäß gut am Boden liegt. Nur das Bein strecken, soweit es geht. Und da reichen oft von der Vorstellung her 70% von der Dehnung, was möglich wäre. Je langsamer ihr reingeht, desto mehr kann sich der Körper entspannen und ihr werdet merken, dass die Dehnung dann ganz von selber, nach 2, 3, 4 Atemzügen, ganz von selber leichter geht. Es geht ums Loslassen. Noch zwei Atemzüge.
Dann wieder langsam lösen, linkes Bein am Boden abstellen. Spürt mal kurz nach, sollten sich jetzt beide Beine gleich lang, leicht anfühlen. Jetzt stellt die Beine hüftbreit auf, Zehen nach vorne. Unterer Rücken, hier Fokus ist schön in die Matte gedrückt oder halt schön abgelegt. Achtung, Druck auf die Fußsohlen aufbauen, die Knie sind stabil, Beckenboden anspannen hilft. Einatmen, Becken heben und nimmt die Arme mit hinter den Kopf. Schöne Rückwärtshaltung, ausatmen, wieder Becken absenken, Arme nach vorne bringen. Einatmen, Becken aufrollen. Die Knie sind stabil. Ihr könnt euch vorstellen oder könntet es auch probieren, indem ihr einen Block zwischen die Oberschenkel oder Waden gebt und zusammendrückt. Aber oft reicht schon die Vorstellung, dass man hier irgendwas zwischen den Beinen festhält, damit hier die Stabilität gewahrt bleibt. Ausatmen. Machen wir das noch zweimal im Wechsel, auch wieder, wenn es geht, den Atem mit der Bewegung kombinieren, koordinieren. Und die Bewegung folgt deinem Atem, das ist Yoga. Dann einatmen und bleib mit dem Becken mal oben. Die Hände liegen hinten, hinterm Kopf, Handflächen schauen zur Decke. Jetzt kontrolliert nochmal, ob die Fußsohlen gut gleichmäßig belastet sind mit eurem Gewicht. Die Knie, also die Innenseite eurer Beine aktiv, Beckenboden anspannen und den unteren Rückenschimmer Richtung Waden, also Steißbein Richtung Waden. So wird der untere Rücken nochmal länger. Wir haben eine schöne Länge im Bauch, Beinmuskulatur arbeitet. Der Atem fließt, hier haben wir eine leichte Rückwärtsbeuge, die ist auch fein, weil sie die Organe entlastet. Und atmet da tief in den Brustkorb. Bauch und mit der Ausatmung loslassen. Letztes Mal. Versucht die Atmung zu verlängern. Letztes Mal. Vielleicht spüren wir schon das ein bisschen im Gesäß, in den Beinen die Kraft. Ausatmen. Und einmal noch tief ein. Becken noch ein Stück höher schieben. Und mit der Ausatmung dann Wirbel für Wirbel abrollen. Langsam, achtsam. Die Arme nach vorne bringen. Und dann könnt ihr mal die Knie zum Oberkörper bringen. Auch hier kriegen wir wieder Länge im unteren Rücken. Wunderbar. Eine ganz tolle Übung, die ich sehr gern mag, ist auch gut für den unteren Rücken. Legt das rechte Bein auf den linken Oberschenkel, am besten das Fußgelenk so auf der Höhe eures Knies. Die Arme zur Seite, so 90 Grad. Da wäre es auch gut, wenn die Handflächen zur Decke schauen. So habt ihr nämlich die Schulterblätter schön positioniert. Mit der Einatmung jetzt noch einmal Schambein zum Nabel ziehen, dass der untere Rücken gut in den Boden verankert ist. Mit der Ausatmung lasst die Beine zur rechten Seite fallen. Blick geht nach links. Wenn das im unteren Rücken zu viel Spannung erzeugt, dann geht mit den Beinen noch einmal zurück und verschiebt das Becken mehr nach links und lasst die Beine noch einmal nach rechts fallen. Es bewirkt, dass wir auch hier im unteren Rücken nicht so eine starke Stauchung haben und es angenehmer ist. Jetzt könnten wir noch kombinieren. Gegendruck unteres Bein gegen das obere Bein mit der Einatmung. Ausatmen, lösen. Einatmen, unteres Bein drückt gegen den rechten Fuß, das obere Bein. Ausatmen, lösen. Ein letztes Mal. Gegendruck ein, ausatmen, lösen. Dann kommen langsam in die Mitte zurück, Beine mal aufstellen. Vielleicht Becken noch mal gerade richten. Könnten alle probieren, das Becken jetzt ein bisschen nach rechts zu verschieben, dann das linke Bein auf dem rechten Oberschenkel legen. Tief einatmen, unteren Rücken in den Boden fließen lassen, mit der Ausatmung Beine nach links fallen lassen. Auch hier wieder einfach atmen, loslassen und ihr könnt wieder mit einem Gegendruck, sanfter Gegendruck gegen das obere Bein, mit der Einatmung, mit der Ausatmung dann lösen. Man merkt, der Muskel kann sich dafür leicht entspannen. Einatmen, Gegendruck, ausatmen, lösen. Letztes Mal.
Und lösen. Dann kommt langsam wieder in die Mitte zurück. Beine aufstellen, Becken in die Mitte bringen. Noch einmal die Knie heranziehen. Und ihr könnt jetzt hochschaukeln, entweder die Hände in die Kniekehlen geben, hochschaukeln, ins Sitzen kommen und dann in den Vierfüßlerstand oder über die Seite. Rückenschonend, das ist eher so der wichtige Punkt. Genau. Vierfüßlerstand heißt Gelenke übereinander, Hände sind, wenn es geht, so auf Schulterhöhe, Schulterbreit, Knie, wie gesagt, auch hüftbreit. Wir machen wieder Katze Kuh einfach im Wechsel. Einatmen, Länge, denkt euch eine lange Wirbelsäule, auch der Nacken ist lang, mit der Ausatmung in einen Katzenbuckel gehen. Das heißt, Kinn zur Brust, einatmen, Hohlkreuz, Blick nach oben, Kuh, ausatmen, Katze. Knacks, einatmen, Kuh. Und versucht da auch jeden einzelnen Wirbel zu spüren, tief einzuatmen mit der Bewegung. Ausatmen, Rundrücken. Letztes Mal im Wechsel. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Tief ausatmen. Jetzt bleibt einmal in der Katze und kommt einmal auf die Fingerspitzen mit den Händen. Das heißt, wir arbeiten hier auch mit den Fingern, Handgelenke. Und jetzt zieht es euch noch mehr in den runden Rücken und Kinn noch mehr zum Brustbein. Atmet zwischen die Schulterblätter, schöne Öffnung. Wir bleiben hier so 2-3 Atemzüge noch. Finger sind aktiv, arbeiten. Letztes Mal. Dann kommt in die Mitte zurück, Finger wieder, also Handflächen am Boden ablegen. Kurz mal in die Kuh, Gegenbewegung, Hohlkreuz. Und kommt dann mit der Ausatmung ins Kinn, setzt euch zurück auf die Fersen. Einfach einmal hier entweder Kopf ablegen, was mir hier wichtig wäre, dass ihr die Hände vorne lässt, damit wir hier eine schöne Spannung und Dehnung haben der Armmuskulatur bzw. Schultermuskulatur. Das heißt, den Kopf könnt ihr ablegen, aber die Fingerspitzen so weit wie möglich nach vorne bringen, die Handflächen vom Boden lösen und dann zieht es euch richtig schön mit den Händen nach vor. Die Schulterblätter ziehen zurück zum Gesäß. Das Gewicht bleibt eher auf den Fersen. Solltet ihr die Dehnung ganz gut spüren im ganzen Nackenbereich und Schulterhandbereich. Meridiane bekommen hier Länge. Es ist auch wieder aktiv und trotzdem dehnen. Also Stirham, Sukham, Asanam, diese Prinzipien Stabilität und Flexibilität üben wir im Yoga. Gut, letztes Mal. Dann kommt wieder langsam hoch. Vierfüßlerstand, Hände wieder gut positionieren, einrichten. Lasst uns für den Rücken was machen, auch eine schöne Standardübung. Rechtes Bein nach hinten schieben, linken Arm nach vorne. Ausatmen, runden Rücken. Einatmen in die Länge, Bein schiebt weg, linker Arm schiebt nach vor. Ausatmen, runder Rücken. Machen wir noch zweimal. Ausatmen. Einatmen, Länge. Ausatmen, rund. Einmal noch in die Länge. Einatmen, schiebt mit dem rechten Bein zurück, schaut, dass das Becken parallel zum Boden ist. Und der linke Arm, wenn es geht, die Handfläche zur Decke schieben. So habt ihr schöne Zentrierung des Schulterblattes von der linken Seite. Kraft im rechten Arm, rausdrücken aus der Schulter. Vielleicht spürt ihr schon die Kraft. Atmen, Länge, Länge, Länge. Ausatmen, jetzt Hand abstellen, Knie abstellen. Mal kurz zurück ins Kind, entspannen. Und lasst uns gleich wieder hochkommen. Andere Seite, rechter Arm, linkes Bein. Also Schultern zentrieren, rechter Arm schiebt nach vor, linkes Bein nach hinten, Ferse schiebt was weg. Ausatmen, runder Rücken. Hier arbeitet die Bauchmuskulatur, wenn wir das Bein anziehen. Wenn wir ausstrecken, die ganze Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, Länge. Noch zweimal. Einatmen, Länge. Ausatmen, runder Rücken. Und wir bleiben wieder in der Länge. Einatmen.
Auch hier wieder halten. Rechter Arm schiebt nach vor, linke Ferse schiebt was weg. Achtet darauf, dass ihr nicht so sehr im Hohlkreuz seid. Nabel zieht zur Wirbelsäule. Rechte Handfläche schaut zur Decke. Und jetzt da streckt euch noch einmal wirklich in die Länge. Das ist anstrengend. Wenn ihr das ordentlich macht, wird es warm. Noch zwei. Noch eins. Dann langsam wieder ablegen, kurz zurück ins Kind, ausatmen. Kurz mal ankommen. Mit der nächsten Einatmung Vierfüßlerstand, stellt die Zehen auf, wir gehen in den nach unten schauenden Hund. Auch gern lasst die Beine ruhig abgewinkelt, mal auch hier die Position finden. Lasst das Gesäß locker, ist auch wichtig. Spannen wir meistens an. Und dann könnt ihr im Stand gehen, linkes Bein einmal durchstrecken, rechtes Bein strecken. Und auch hier in eine Dehnung gehen. Noch einmal auf jede Seite. Achtet auf den langen, geraden Rücken. Dann mit der nächsten Einatmung tief ein und in die Hocke gehen, Rücken ausrichten. Und schieb noch einmal mit der Ausatmung das Gesäß zur Decke. Hier mal kurz zwei Atemzüge bleiben. Langer, gerader Rücken. Schultern sind weg von den Ohren. Mit der nächsten Einatmung rechtes Bein nach vorne stellen zu den Händen. Stellt gern den linken Fuß am Boden auf. Wir kommen in den Helden oder Krieger 1. Also lasst die Arme gerne oben. Schaut, dass ihr gut ausgerichtet seid. Wichtig ist, dass ihr die Knie im rechten Winkel haltet, die Arme schön öffnen, Brustbein schiebt nach vor, Schulterblätter zusammenziehen und linke Fußaußenkante drückt gut in den Boden. Rechtes Knie schaut nach vor, unterer Rücken ist lang. Hier mal halten, Ausrichtung spüren. Halten, Brustbein könnt ihr noch ein bisschen mehr nach oben schieben. Einatmen mit der Ausatmung ins Anjali Mudra, das heißt Hände zusammenbringen, bisschen nach vorne gehen. Nochmal einatmen, öffnen. Ganz einfache Übung, aber sehr wirkungsvoll. Linke Fußaußenkante bleibt im Boden. Letztes Mal im Wechsel. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Anjali. Achtung, wir kommen nochmal in den Krieger 1, Held. Ausatmen. Wer mag Chaturanga, also Knie, Brust, Kinn wäre auch möglich, oder nach unten Shandong. Treffen uns auf jeden Fall alle im nach unten schauenden Hund. Genau. Hier bleiben zwei, drei Atemzüge, Fersen schieben zum Boden. Dann atmet wieder ein, linkes Bein nach vorne stellen, zwischen die Hände, rechte Fußaußenkante, stellen wir in den Boden. Kraft spüren in den Beinen, mal in den Krieger 1 hält, rechte Hüfte schiebt nach vor. So, und wir kombinieren jetzt wieder. Unterer langer Rücken, Schambein zieht zum Nabel. Einatmen, Arme nach hinten führen, Schulterblätter gehen zusammen. Ausatmen, kommen nach vor, Anjali Mudra. Einatmen, Schulterblätter zusammenziehen. Ausatmen, kommen wieder nach vor. Einatmen, öffnen, tief einatmen, ausatmen, wieder nach vorne, Anjali Mudra. Letztes Mal einatmen, kommen nach oben. Ausatmen, wieder nach vorne kommen. Die hebt die Hände, hält. Und wieder Chaturanga, wer mag, sonst einfach in den nach unten schauen. Ellbogen bleiben beim Oberkörper, das ist wichtig. Ausatmen. Und ich würde jetzt noch gern eine Kräftigungsübung gerade für den Schulterbereich machen. Sehr effizient, effektiv. Wir können den ganzen Rumpf mitnehmen. Kommt mal nach vorne ins Brett, auf die Unterarme. Zwei Varianten, die Hände entweder, also Handflächen am Boden lassen oder ihr könnt die Hände zusammenbringen, so in einem Dreieck und hier halten. Warum mag ich die Übung so gern? Weil die wirklich, die nimmt die Schultermuskulatur, Armmuskulatur mit, den ganzen Rumpf, Bauch, seitlich, Rücken, also das immer gut gestärkt. Ihr könnt hier halten. Oder wer es eben von der Kraft her auch
steigern möchte, entweder mal das rechte Bein heben, einatmen, ausatmen, absenken. Linkes Bein heben, ausatmen, absenken. Rechts heben, absenken. Nicht einfallen. Kraft aus der Mitte heraus, Stabilität. Rechts heben, ausatmen. Einmal noch auf jede Seite. Durchhalten. Atem fließen lassen. Letztes Mal. Ausatmen. Achtung, Knie ablegen. Und jetzt kommt auf den Bauch. Legt euch einfach an meinen Bauch ab. Die Hände könnt ihr zum Pöstchen falten. Und Kopf auf die Hände legen. Hier einfach mal nachspüren. Eine wunderbare Herzöffnungsübung, aber auch Kräftigung. Wir könnten das im Bogen probieren. Nehmt einmal mit der Einatmung das rechte Bein mit der rechten Hand. Einfach hier mal ankommen. Wir spüren die Dehnung Oberschenkel-Vorderseite vom rechten Bein. Machen wir es mal einseitig. Mit der linken Arm schaut nach vorne. Achte darauf, dass die Knie in einer Linie sind. Also das Knie am Boden bleibt. Wir atmen ein, drücken den rechten Fuß in die rechte Hand und heben den linken Arm. Oberkörper hebt sich vom Boden. Einatmen. Tief wieder nach vorne, schieben und Druck in die rechte Hand. Agni wird hier aktiviert, das Verdauungsfeuer. Noch zwei. Noch eins. Kurz absenken. Arm wieder nach vorne legen, Beine ausstrecken, Kopf ablegen, kurz entspannen. Spürt einmal Unterschied zwischen links und rechts, sollte gut wahrnehmbar sein. Dann vorbereiten, andere Seite, mal linkes Bein abwinkeln, linker Arm greift linken Fuß. Auch hier langsam einmal in diese Haltung hineingehen. Mit der Ausatmung wirklich schön loslassen. Dann streckt man den rechten Arm nach vorne aus. Und mit der Einatmung drückt linke Fuß in die linke Hand. Rechter Arm schiebt nach vorne. Und wir bleiben hier auch wieder so 4 Atemzüge. Einatmen, Brustkorb schiebt nach vor. Langer Nacken. Das linke Knie hebt sich vom Boden, wenn es geht. Unterer Rücken ist stabil, indem das Schambein in den Boden drückt. Noch zwei, noch eins, langsam ablegen, Kopf ablegen, bleibt hier 2 Atemzüge, 3, so wie es angenehm ist, und dann schiebt euch zurück ins Kind, weil dadurch bekommen wir wieder einen langen unteren Rücken. Genau. Spürt einmal diese Energie, die jetzt gerade zu fließen begonnen hat. Wenn wir aktivieren, dann arbeitet nicht nur auf der körperlichen Ebene der Stoffwechsel, sondern auch das Prana fängt an zu fließen. Und ihr könnt das, also der feinstoffliche Energiekörper wird versorgt. Und dann lasst uns eine Drehung noch machen zum Abschluss. Kommt mal hoch in den Fersensitz und bringt die Beine nach vorne. Quasi Drehsitz in einer kleinen Variante. Lass gern das linke Bein einmal ausgestreckt, rechtes stellen wir drüber. Wir ziehen uns einmal hoch, dass der Rücken gerade ist, greifen mit der linken Hand das rechte Knie. Brustbein ist gut ausgerichtet, nehmen mit der Einatmung den rechten Arm über den Kopf, achtet auf die Schultern. Mit der Ausatmung jetzt den rechten Arm nach hinten drehen und wir lassen den Arm aber parallel zum Boden. Wir legen ihn jetzt nicht hinten ab, sondern lassen ihn parallel, genau, Handfläche ist aktiv, Finger schiebt wirklich weg, als ob ihr euch was greifen wollt hinten, aber der Rücken ist gerade. Einatmen, Länge denken in der Wirbelsäule. Mit der Ausatmung dreht ihr ein bisschen mehr nach rechts. Einatmen, wieder Länge. Ausatmen, nach rechts drehen. Einatmen, Länge.
Stücke mehr nach rechts. Und ihr merkt, wie schön das von selbst geht, wie weit man kommt, wenn man da ein paar Atemzüge bleibt. Einatmen, Länge. Und noch ein bisschen mehr nach rechts. Letztes Mal. Einatmen, Länge. Ausatmen, ein bisschen mehr drehen. Dann kommt langsam zurück in die Mitte. Könnt euch gerne auf die linke Seite mal ausdrehen. Und dann mal Bein wechseln. Könnt auch kurz mal nachspüren. Sollte schöner Unterschied jetzt spürbar sein. Viel offener die rechte Seite. Wir stellen das linke Bein über das rechte. Wieder die Position finden, das ist immer wichtig. Das heißt, wir wollen hier einen geraden unteren Rücken. Schiebt euch wirklich immer nach vor. Rechte Fuß, die Zehen schauen zum Oberkörper. Jetzt habt ihr Stabilität. Einatmen, linken Arm mal über den Kopf bringen. Schulter zentrieren mit der Ausatmung. Mal den linken Arm zur linken Seite bringen, parallel zum Boden. Wieder einatmen, Brustbein heben. Länge in der Wirbelsäule, ausatmen, dreht euch nach links. Einatmen, Länge. Finger sind wieder aktiv, Schultern sind weg von den Ohren. Einatmen, Länge. Ausatmen nach links. Machen wir noch zweimal. Dann kommt langsam mit der Einatmung wieder in die Mitte zurück. Dreht euch gerne noch einmal nach rechts aus. Und dann Bein wieder abstellen, lösen. Und kommt in der Shavasana zum Abschluss. Also am Rücken hinlegen, einfach einmal nachspüren. Ihr könntet hier noch schöne Varianten machen, Bewegungen. Das heißt, rechtes Bein heranziehen, über die linke Seite führen und Boden ablegen. Aber lasst uns jetzt einfach einmal nachspüren, wie geht es deinem Körper jetzt? Dass die Beine auseinanderfallen. Lass von den Füßen über die Waden, Oberschenkel, Becken, der nächsten Ausatmung diesen ganzen Bereich ganz schwer werden, in die Matte sinken. Dann wandere weiter zum Oberkörper, Bauch, Rücken, auch die Schultern, Schulterblätter. Tief einatmen, mit der Ausatmung wird ganz schwer. Vergiss die Arme nicht, Finger, Unterarme, Oberarme, Schultern. Mit der Ausatmung, mit der nächsten ganz schwer werden lassen. Dann wandere höher zum Nacken. Lass den Nacken ganz weich und schwer werden mit der Ausatmung. Dein Kopf wird ganz schwer. Deine Stirn ist ganz glatt und dein Kiefer ist entspannt. Dein ganzer Körper ist nun in Ruhe, in Frieden und vollkommen entspannt. Vielleicht findest du eine Intention für die Woche, die dir gut tut, die du immer wieder dir ins Gedächtnis rufst. Zum Beispiel, ich bin in Frieden, ich bin in Balance, ich bin in Harmonie. Einen Satz, einen Begriff, der jetzt gerade für dich wichtig und relevant ist. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig.
bist vollkommen entspannt, mit dir im Einklang. Erinnere dich noch einmal an deine Intention. Verankere sie im Geist, im Körper, wo auch immer es für dich stimmig ist. Atme mal tief ein und lass mit der Ausatmung wieder dein ganzes Bewusstsein mehr und mehr in den Körper fließen. Nimm deinen Körper wahr. Beginn Zehen, Finger zu bewegen, dich zu recken, zu strecken, gähnen, was immer jetzt gut für dich ist, was du gerne tun möchtest. Dich ganz wieder ins Hier und Jetzt zu holen. In Raum und Zeit, diesen wunderbaren Frühlingstag. Und wenn es für dich dann passt und stimmig ist, komm gerne noch einmal ins Sitzen. Können wir die Hände vor unserer Brust falten. Senke mal den Kopf zu deinem Herzen. Erinnere dich an deine Intention und vor allem bedank dich bei dir selbst, dass du dir Zeit für dich genommen hast, für deine kleine Yoga-Praxis hier in diesem Rahmen. Nachdem Dankbarkeit die größte Kraft ist, die wir zur Verfügung haben, bedanken wir uns beim Universum, Gott, was auch immer für dich jetzt passend ist, auch bei Dennis, dass wir hier gemeinsam in dieser Runde Yoga praktizieren können. Und ich sage vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch viel schöpferische Kraft, eine schöne Osterzeit und dass ihr immer mehr zu euch selbst findet und eure ganze Sonne strahlen lassen könnt. So wie sie für euch genau richtig ist. Namaste. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst im Rahmen des Coachings zum Thema Astrologie und Yoga des profitablen Sprecherbusiness von Dennis Bergemann. Wenn du über diesen Kurs mehr wissen möchtest oder ihn vielleicht sogar buchen, ich verlinke dir das sehr gerne und nimm bitte direkt Kontakt auf. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele Inhalte darin sind, die dir gerade im Sprecherbusiness viel weiterhelfen können. Es geht um Kostenkalkulation, wie nehme ich die richtige Aufnahme auf, welche Demos schicke ich, wie komme ich zu Jobs, gerade als Sprecher, Sprecherin. Also hier hast du wirklich ein tolles Paket, einen Kurs mit über 167 Videos, die du dir anschauen kannst. Wie gesagt, den Link gebe ich dir gerne unten mit auf den Weg und nimm direkt Kontakt auf. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort oder da wiedersehen und wünsche jetzt eine schöne Zeit. Namaste.